Eine Komposition. Was ist das eigentlich? Ja, das ist einfach auf der grundlegendsten Ebene ist das einfach eine Zusammenstellung von Elementen, die Musik ergeben. Also ich glaube, das ist die einfachste Definition, die man geben kann und auch irgendwie die richtigste. Das ist auf der einen Seite sind das Akkorde natürlich, irgendwie, die Melodie, der Groove, die Geschwindigkeit des Songs. All das zählt dazu, was macht eigentlich ein Song aus, auf dieser grundlegenden kompositorischen Ebene. Cool, da ist ja jetzt schon viel drin. Vielleicht können wir einfach mal auch so in so ein paar einzelne Sachen rein. So ein Dance-Song besteht natürlich dann auch viel aus eben den Beat-Sachen und den Percussions. Das heißt, ich habe hier wichtig die Kick natürlich, die schön durchstampft so. Ja. Geht dann hier zusammen mit ein paar Claps. Percussions. Ah geil, kann ich die mal allein hören? Klar. Kann ich mal reingucken? Ich habe das hier so ein bisschen gruppiert. Aha. Wenn wir hier mal reingehen, dann sehen wir, dass wir hier einfach so einen Percussion-Loop haben. Der so ein bisschen gesidechained ist, wo immer der Anfang des Taktes halt leiser wird. Ja. Yeah. Das macht diesen pumpenden Effekt, der halt für Dance Music total wichtig ist, irgendwie um diese. Damit die 1 frei steht. Genau, damit die 1 frei steht und damit die Kick richtig durchkommt. So. Das ist ein typisches Stilelement. Und da in dem Part haben wir ja auch quasi so eine 808 Hi-Hat. Jetzt hören wir uns nochmal die Hi-Hat an. Genau, und das heißt dann irgendwie, das ganze Rhythmusgerüst geht dann hier in dem Part zusammen. Mhm. Genau. So viel quasi zu den Drums. Bass ist natürlich wichtig. Knackt jetzt ein bisschen einzeln, weil da auch so ein Filter drauf liegt, der ist genauso wie dem Percussion Loop, den wir eben gehört haben, die 1 frei macht. Genau, aber im Zusammenspiel funktioniert das dann eben ganz gut. Okay, dann kommt die Kick besser durch. Genau. So ein Plugin, wo kriege ich das her? Das kann ich mir überall. Ich glaube, es gibt tatsächlich auch Freeware für das Plugin. Im Zweifelsfall male ich das einfach rein. Das machen auch tatsächlich ganz viele. Also das ist auch ein ganz normales Mittel, um die volle Kontrolle darüber zu haben und das einfach reinzumalen, ist kein Problem. Das ist hier jetzt einfach so ein Plugin, was man aus Bequemlichkeit nutzt, was man keinen Bock hat, das reinzusammeln. Deswegen hat es eben auch nur 3 Tage gedauert. Uns dauert es halt vielleicht irgendwie 2 Stunden länger. Genau, das Harmoniegerüst, was mir bei dem Song natürlich weitestgehend vorgegeben war, weil ich natürlich irgendwie einen bestimmten Song geremixt habe. Das wäre dann hier zum Beispiel die Pads. Die zusammengehen eben mit den auch genretypischen Stab-Sounds. So ein bisschen Tropical-mäßig angehaucht, so ein bisschen so Marimba-ähnliche Sounds, irgendwie, was man kennt. Also man weiß natürlich irgendwie so ein bisschen über die Jahre, was ungefähr einen guten Song ausmacht. Irgendwie eine hookige Melodie, irgendwie was bei Leuten im Kopf bleibt oder was einem selber auch im Kopf bleibt. Oder eben der Rhythmus, der einen dazu bringt, okay, ich will tanzen, ich will mich dazu bewegen. Irgendwie irgendwas, was irgendwie exciting ist, irgendwie was einen in eine bestimmte Art von Stimmung versetzt. Aber was genau die Zutaten sind, verändert sich auch mit der Zeit. Und das ist eben das Spannende. Also vor 10 Jahren sind noch ganz andere Melodien die spannenden Melodien gewesen als heute. Oder ganz andere Rhythmen, spannende Rhythmen gewesen als heute. Deswegen kann man das nie hundertprozentig genau sagen. Und deswegen ist es ja auch so schwer, irgendwie für die große Musikindustrie irgendwie die Hits zu fabrizieren, in Anführungsstrichen, weil man eben kein 1A-Rezept dafür hat. Da gehört immer eine gewisse Portion von Ausprobieren dazu und von mutig sein, was Neues zu machen. Und nur dann können eigentlich die Sachen entstehen, die wirklich spannend sind. Und eben diese Vocal Chops, also gechoppt, das heißt irgendwie auseinandergeschnitten, in dieser Tonlage unterwegs ist, aber auch nochmal eine andere Klangfarbe dazu, ja, geil, die dann zum Beispiel links sitzt. Aha. Und an der Stelle Oktave drüber. Aha. Wenn man es so zusammen das erste Mal wahrnimmt, dann ist natürlich, steht das natürlich nicht im Vordergrund, dass das jetzt aus drei verschiedenen Sachen besteht, sondern dann nimmt man diesen gemeinsamen Sound eben wahr. Ja, letztendlich ist es dann einfach auch so, dass das Neue, das Ungehörte, das Besondere eigentlich immer den guten Song ausmacht. So. Ob das jetzt irgendwie eine ganz neue Art und Weise ist, eine Akkordreihenfolge zu gestalten oder eine Melodie, die ich so noch nicht gehört habe, oder einfach dadurch, dass das im Arrangement des Songs, dass es so ist, dass sich das einfach super oft wiederholt oder nur einmal kommt. Irgendwas muss neu sein, muss aufregend sein, muss irgendwie ungehört sein, weil sonst könnte ich ja auch alte Songs hören. Und manchmal nimmt so ein Songwriting oder so ein Produktionsverlauf auch ganz komische Wendungen. Also da fängt man an mit irgendeinem dancigen Beat und auf einmal merkt man, das treibt mich in eine ganz andere Richtung und dann passiert's halt. Also im ersten Moment ist es dann meistens so, dass man es natürlich total feiert. Geil, was habe ich denn hier gerade gemacht? Das ist ja fantastisch. 10 Minuten später sieht das vielleicht schon wieder anders aus. Ja, das gehört auf jeden Fall auch dazu, dass man total aufgeregt ist. Geil, was ist das hier eigentlich, was ich gerade mache? Das ist ja total das Beste, was ich jemals gemacht habe. Und 10 Minuten später, warte mal, vielleicht noch nicht ganz. Sowas und so Frustrationsmomente gehören auf jeden Fall auch zur Reise und die gehen auch nicht weg. Aber die sind auch wichtig, dass man darüber, über diesen Punkt hinausarbeitet und dann eben zu den Sachen kommt, die wirklich geil sind. Man muss natürlich sagen, zur Komposition an sich gehört der Sound jetzt erstmal nicht dazu. Natürlich, unwidersprochen ist natürlich, dass auch ein Sound hooky sein kann oder ein Sound besonders sein kann. Aber im engeren Sinne, wenn ich über Komposition rede, ist das erstmal noch nicht die Produktion des Songs, sondern das sind eigentlich die musikalischen Zutaten eines Songs, die ich auch auf Notenblatt schreiben könnte. Das ist der große Unterschied. Das sind dann später im Musikrecht auch eben zwei verschiedene Sachen, die man auseinanderhalten muss, wenn es darum geht, wer hat einen Song geschrieben, wer hat ihn produziert und so weiter. Das interessiert uns jetzt noch nicht so direkt, aber wenn wir genau sein wollen und sagen wollen, was ist eine Komposition, dann ist das erstmal noch nicht der konkrete Sound. Dann ist das eigentlich nur die Idee, die Ideen des Songs. Natürlich kann so eine Idee eben auch der Groove sein, also wie oft die Snare gespielt wird von einem Schlagzeug, klar. Aber das ist alles erstmal sozusagen auf einer abstrakten Ebene. Und das beschreiben wir eigentlich als Komposition. Das musikalische, die musikalische Grundidee hinter dem, was ich dann eigentlich später höre, wenn ich es produziert habe. Genau, also wenn ich mich natürlich anfange, mit Musik auseinanderzusetzen, dann höre ich ja erstmal beides. Also dann höre ich natürlich eine Produktion von einer Komposition. Das heißt, es ist natürlich am Anfang ein bisschen schwer, das auseinanderzuhalten. Aber es ist so ein bisschen wie, man könnte sagen, der Songwriter ist erstmal der Architekt, der einen Bauplan zeichnet, sozusagen. Ich zeichne erstmal den Plan und da sind natürlich auch, ist jede einzelne Tür drin, die ich nachher auch in das Haus baue. Aber erst wenn ich das Haus gebaut habe, in der Produktion, um bei dem Beispiel zu bleiben, erst dann sehe ich da wirklich die Tür, die ich öffnen kann. Das heißt eigentlich, die Komposition ist erstmal am Reißbrett. Die ist erstmal sozusagen der Planer, der Architekt des Songs. Und die Produktion ist dann so, wie es dann nachher wirklich in der Welt aussieht oder so, wie ich es dann wirklich höre zum Schluss. Und dann besteht natürlich so ein Track auch viel aus SFXen, das heißt also solche Swooshes, Whooshes. Was wir hören, ist halt auch so ein lauter, leiser White Noise. Das ist einfach nur Rauschen, nicht mehr, was dann auch einfach diese Volume, also diese Lautstärke-Automation hat. Genau. Okay. Aber wir sehen hier, wenn wir aus dem Vers kommen, wenn wir jetzt mal die Effekte da an der Stelle einzeln hören, dann ist das natürlich auch eine ganz klare Manipulation davon, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt passiert gleich was. Man kündigt halt emotional an, okay. Aha, alles klar, genau. Dann geht's wieder so zurück. Ja. Hier im Einzelnen ist das natürlich auch aus ganz verschiedenen Sachen gebaut. Mhm. Also in dem Dance-Genre, da besteht natürlich viel einfach auch aus diesen Soundeffekten einfach. Ne? Heutzutage macht man das nicht mehr so, dass man einfach Noten runterschreibt und das gibt man dann irgendwie einem anderen Künstler und der sagt dann, oh, das liest sich aber gut, das produziere ich mal. Sondern heutzutage macht man das natürlich so, dass man eigentlich schon beim Komponieren auch irgendwie produziert. Das nennt man dann heute oft Demo-Produktion, wo man sagt, okay, das ist noch nicht die richtige Produktion, das haben wir jetzt mal nur so gemacht, das lässt sich aber noch verändern. Ob das dann wirklich der Snare-Sound ist, also der Schlagzeugsound, ob das wirklich der Sound der Gitarre ist, gucken wir noch mal später. Aber man hat das mal so grob gemacht, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie es später sein könnte. Und das ist eben auch das Besondere an der Produktionsweise oder an der Arbeitsweise, wie man heute an Songs rangeht, dass man immer auf einer Minimalstufe eigentlich auch immer mitproduziert. Und das ist das Tolle dann auch für Einsteiger, dass man sofort ein wirkliches Audiofeedback hat. Also ich höre ja sofort, was ich da komponiere und insofern ist es dann auch einfacher zu sagen, okay, ist das gut oder ist das nicht gut? Wenn ich das erst auf ein Notenblatt schreibe und ich habe das alles ausnotiert und gebe das dann der Band und dann hört sich das fürchterlich an, das muss ich erst die ganzen Musiker holen. Aber heute am Rechner kann ich halt genau gucken, okay, klingt das wirklich gut, wenn ich die Melodie so verlaufen lasse? Macht das Sinn irgendwie für mich? Ist das irgendwie eine gute Idee? Insofern ist so eine Demo-Produktion oder so eine Produktion alleine am Rechner super spannend, um schnell zu lernen. Wenn ich einen Song mache, dann ist das eigentlich eine Emotion, die ich aufbaue, zu der der Hörer, der dann sozusagen dieses Musikstück rezipiert oder sich anhört, zurückkehren kann. Also warum sollte jemand einen Song öfter hören wollen? Weil dieser Song eine Emotion hat, die interessant ist oder die einen in eine Stimmung versetzt, die man gerne wieder besucht. Deswegen würde ich sagen, eigentlich ist ein Song ein emotionaler Raum, in dem man sozusagen, ohne in einen echten Raum zu gehen, immer wieder zurückkehren kann. Dieses Musikstück macht was mit einem emotional, versetzt einen in eine Stimmung, gibt einem Gedanken, irgendetwas. Und diese 3 Minuten 30, 4 Minuten, vielleicht auch nur 1 Minute 30, die ich da kreiert habe, ist eigentlich ein Raum, in den der Hörer eintauchen kann. So. Vielleicht ist das die komplizierteste und einfachste Definition von einem Song. Also dieses ganz Grundlegende. Eigentlich brauche ich nichts außer Geräusche, die mich in Stimmung versetzen.